Am Sonntagmittag ereignete sich gegen 13.45 Uhr auf der B173 zwischen Oberlungwitz und Bernsdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Der 31-jährige Fahrer eines Pkw Renault kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Ortseingangstafel aus Stein und prallte gegen zwei Bäume. Der junge Mann wurde bei dem Crash im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Der mit dem Rettungshubschrauber herbeigeflogene Notarzt nahm die Erstversorgung vor. Anschließend wurde der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht. Im Fahrzeug entstand Schaden von etwa 7.000 Euro. Die B173 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.